Hallo und herzlich willkommen bei Radio Planet Berlin. Mein Name ist Marvin Wittner und in der heutigen Ausgabe vom Wittner Talk sprechen wir mit der Autorin Sabine Carola Palke. Liebe Sabine, vielleicht magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz selbst vorstellen. Ja, also von den Fakten her wäre es, dass mein Name Sabine Carola Palke ist. Ich bin 56 Jahre jung, Autorin, Geschichtenerzählerin und Mutmacherin. Mhm. Aber gelernt bin ich staatlich geprüfte Masseurin und medizinische Bademeisterin und Lymphtherapeutin, wobei es diesen Beruf als Ausbildung schon viele Jahre nicht mehr gibt. Wenn ich von den Fakten weggehe, bin ich natürlich ganz, ganz viel. Und das wird natürlich den Rahmen sprengen hier. Du hast es gerade angesprochen, du bist gelernte Masseurin bzw. auch Mutmacherin und Seminarleiterin. Aber wieso hast du dich dafür für diesen Beruf entschieden? Das war eigentlich recht schön. Meine Mutter ist, damals gab es ja noch Massagepraxen. Mhm. Reine Massagepraxen. Und meine Mutter ist da immer hingegangen und manchmal muss man die Kids mitnehmen. Und ich war da immer gerne dabei und habe da zugeguckt und habe das so toll gefunden und habe da wohl als Kleinkind schon gesagt, Mama, das will ich mal machen. Und dann kam die Zeit, wo es um die Ausbildung ging und eben ganz klar war, ich will diesen Beruf erlernen. Er hat mit Nähe zu tun. Nähe ist so ein unglaublich wichtiger Faktor. Deswegen war Massage für mich als Kind wohl schon fühlend der absolut passende Beruf für mich. Und ich weiß noch, dass ich damals so für mich gedacht habe, wie ich in die Ausbildung ging, ich will irgendwann mal diese Praxis selbst führen. Mhm. Und das habe ich dann 1989 auch getan. Für über 20 Jahre war ich in der Praxis selbstständig tätig. Ja. Wobei mittlerweile ist es ja so, die Gesundheitsreform hat ja mehrfach zugeschlagen in den letzten 20 Jahren. Und ich arbeite nur noch in einer privaten Praxis für Privatzahlende und arbeite so, wie ich das möchte. Und jetzt kann ich endlich frei von Stress den Menschen noch mehr gut tun. Ja. Wie ist es denn gerade jetzt in der Pandemie? Du sagst, du arbeitest selbstbestimmt, aber jetzt die Pandemie hat dir ja wahrscheinlich auch ein großes Stück zurückgeworfen. Du konntest wahrscheinlich auch nicht arbeiten. Bist du damit umgegangen? Das ist richtig. Ich kann auch immer noch nicht arbeiten, weil man ja die Maskenpflicht hat. Ja. Und ich auf die Maske hochallergisch reagiere. Mir schwillt sogar der Hals zu. Mir fehlt meine Arbeit. Mhm. Aber mein Körper ist mir wichtiger. Und glücklicherweise kann ich mir das erlauben. Ich bin in einem Alter und in Umständen, wo ich sagen kann, ich tue das mir nicht an, etwas zu tun, was meinem Körper nicht gut tut. Aber ich vermisse es ganz, ganz arg, Menschen über Massage gut zu tun. Das Schöne bei mir in meiner kleinen Privatpraxis mittlerweile, das ist nicht nur die Massage. Ich bin eine Plaudertasche. Ich bin eine Autorin. Das heißt, da steht man erstmal und da sitzt und erzählt eine Viertelstunde und lernt den Menschen dadurch schon über alle Sinne kennen und übers Hören und Wahrnehmen. Und dann macht man eben meist sehr lange Behandlungen und dann gibt es noch einen Kaffee und dann erzählt man noch. Mir war das nie wichtig, dass das keine bezahlte Zeit ist, sondern dieses Miteinander, das hat mich genährt, wie es den Kunden genährt hat. Und das fehlt mir. Und das finde ich auch sehr schade, dass das den Menschen überhaupt derzeit fehlt. Die körperliche Nähe, die ja immens wichtig ist. Ist es dann auch der Grund der körperlichen Nähe gewesen, warum du dich dann 2013 als Autorin verwirklicht hast? Nee, das ist so mein anderes Spielfeld gewesen. Ich bin so eine Tagebuchschreiberin gewesen in der Kindheit und ich saß auch Stunden an der Schreibmaschine, aber ich weiß gar nicht mehr, was ich da alles geschrieben habe. Das weiß keiner. Und und irgendwie Brieffreunde und da hat man dann immer ewig lange Briefe geschrieben. Ich bin so dankbar, dass es heute das Internet gibt. Mhm. Da kann man ja viel mehr und viel schneller schreiben. Und irgendwann habe ich einfach gesagt, ich möchte jetzt ein Buch schreiben. Und dann habe ich mich erinnert an meine Deutschlehrerin, die immer gesagt hat, dass ich ja überhaupt gar keine Aufsätze schreiben könnte. Ich hätte ja überhaupt gar keine Fantasie. Okay. Und ich habe dann so im Nachhinein gedacht, wahrscheinlich durch die Umstände in meiner Kindheit oder eben, das Thema kommt ja eher vom Tisch, dadurch, dass ich über viele Jahre sexuellen Missbrauch erfahren habe, habe ich wohl auch meine Fantasie nach außen hin jetzt im Deutschunterricht eingeschlossen und habe dann eben dann nichts mehr übrig gehabt, wo ich Geschichten oder Aufsätze hätte schreiben können. Und dann war es mir eben ganz wichtig, dieses Thema sexuellen Missbrauch in Liebesromane zu verpacken, weil da ja noch so viel mehr dahinter steht.
geht und mir so wichtig war, dass Menschen in einer leichteren Form in das Thema eintauchen können oder in einen Heilweg, in einen möglichen Heilweg eintauchen können, der lösungsorientiert ist, weil ich selbst mag keine Geschichten, die triggern. Würdest du dich dann auch als Aufklärerin in dem Thema verstehen? Ich kann nicht aufklären. Ich kann nur aus meinen Erfahrungen Geschichten machen, weil jeder Mensch ja individuell ist, so wie jeder Missbrauch individuell ist. Ja. Und jeder für sich seinen Weg finden muss, der ihn weiterbringt. Ich kann wirklich, es ist für mich auch ganz wichtig, ich bin niemand, der sagt, das und das muss getan werden, um das und das zu erreichen. Und deswegen mache ich auch keine Ratgeberbücher, sondern ich schreibe Liebesromane. Ich schreibe Romane, wo es um die Liebe zwischen Mann und Frau geht, Beziehung und Partnerschaft, weil ich möchte, dass Liebe und Frieden einkehrt zwischen den Geschlechtern. Was ganz schwer ist, wenn jede dritte Frau und jeder siebte Mann Missbrauch erfahren hat, ohne die anderen Formen von Missbrauch, die es ja auch noch gibt. Und genau. Ich verpacke einfach nur. Ich verpacke meine Erfahrungen in Geschichten und jeder kann sich rausziehen, was für ihn stimmig ist. Ist es dann bei deiner Schreibarbeit auch so ein bestimmter Aspekt von, dass du das Ganze verarbeitest in deinen Büchern? Ja, natürlich ist es eine Mischung zwischen meiner eigenen Welt, meiner eigenen Verarbeitung und natürlich, klar, ja. Ist für mich ein sehr heilsamer Weg. Früher war es das Tagebuch schreiben, später waren es die Bücher schreiben. Und es ist viel leichter, es war für mich viel leichter, da hineinzugehen, weil ich ja nicht über mich schrieb, sondern ich habe da ja, das war dann für mich beim Schreiben ein Eintauchen in die Gestalten. Ja. Obwohl es betroffen hat, meine eigenen Erfahrungen betroffen hat. Mhm. Aber das ist wie wenn man jetzt einen Kinofilm anschaut, ne? Nee, das ist klar. Und das war halt das Einfache daran für die Verarbeitung, ja. Kommen wir mal auf dein Erstlingswerk, Spannende Leichtigkeit, zurück. Das hast du 2013 veröffentlicht, aber worum geht es denn in dem Werk? Das ist immer so schwierig, meine Bücher in Kürze zu erklären. Ja. Also im ersten Roman, das ist auch wie gesagt schon ein Liebesroman mit einer Geschichte, welche sicher auch viele Frauen von sich selbst kennen. Das heißt also, nach einer langen Beziehung geht die Lara aus ihrer Beziehung heraus, weil die Liebe nicht mehr lebbar ist und startet neu durch. Und zwar dann mit 40ern, glaube ich. Und das ist natürlich sehr spannend und so eine Abenteuerreise, weil wenn man über 20 Jahre in einer Beziehung war, ist es ja Neuland. Man fühlt sich ja zwischendurch wie ein Teenager, gell? Man hat ja gar keine Ahnung mehr, wie das funktioniert. Und Lara will sozusagen dem Leben vertrauen, die Männerwelt neu kennenlernen und lernt dann auch einen Mann namens Johannes kennen und erfährt mit ihm eine ganz neue Weise zu lieben. Und ihm ging es ebenso. Aber das hat beiden auch Angst gemacht. Und so fließen natürlich dann auch diese tiefen Themen in dieses Buch mit rein, weil Lara erkennt, es gibt ja auch Menschen mit emotionalem Missbrauch. Und sie erkennt in dieser Liebe zu diesem Mann, dass doch fast jeder traumatisiert ist und seinen Rucksack mit sich trägt und fängt an, Dinge nicht mehr persönlich zu nehmen, sondern zu hinterfragen, warum macht mich das wütend? Warum lasse ich mich verletzen? Warum erlaube ich ihm das? Und dadurch, dass die Liebe zwischen den beiden so tief ist, können die miteinander auch Themen auflösen. Bis eben man wieder mal abhaut. Also in meinen Büchern hauen immer die Männer ab. Ich bin jetzt böse, ich weiß. Aber das war auch ganz gut, weil es passiert ja nichts umsonst, weil eine alte Liebe wieder auftaucht. Ja, mehr verrate ich dann nicht. Und das ist so die Grundstory. Dein Erstlingswerk hat eine, also es ist sehr breit aufgestellt von der Seitenzahl. Wie lange hast du für dieses Werk gebraucht? Ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich dieses erste Buch überarbeitet habe. Von 1000 auf 730 Seiten. Und dann habe ich zu lange Sätze gehabt. Und dann habe ich es wieder überarbeitet und habe kurze Sätze gemacht. Dann waren sie mir alle zu kurz. Dieses Buch war so wirklich eine Geburt mit langen Wehen in allen Varianten. Und ich habe 2008 habe ich das geschrieben und habe dann bis 2013 gebraucht, dass es so ist, dass ich sagen konnte, so mag ich es der Welt zeigen. Aber ich habe es ja auch nochmal eingekürzt um 300 Seiten. Das Erstlingswerk gibt es auch nicht mehr. Es gibt jetzt nur noch die gekürzte Variante.
Schön, dass Sie noch dabei sind. Mein Name ist Marvin Bittner und in der heutigen Ausgabe vom Bittner Talk sprechen wir mit der Autorin Sabine Carola Palke. In unserem Interview hat Sabine C. Palke schon einiges über ihre Karriere erzählt. Sie ist seit 2008 erfolgreiche Autorin, hat davor eine staatlich geprüfte Ausbildung als Masseurin absolviert. Aber jetzt hören wir noch mal rein, was sie aus ihrem bewegten Leben noch so alles zu erzählen hat. Du hast gerade angesprochen, ein Erstlingswerk gibt es in der ursprünglichen Variante nicht mehr. Das hat den Grund, dass du deinen Verlag gewechselt hast. Du warst beim Wagner Verlag, einem Druckkostenzuschussverlag. Warum hast du dich für diese Variante im Verlagsleben entschieden? Weil ich eine Anfängerin war. Und so schlichtweg keine Ahnung und einfach nur glücklich, dass da jemand das Buch verlegen möchte und unbedarft. Und dann kam damals mein Partner ins Leben und er hat gesagt, ich finanziere das dir das, wenn du das möchtest. Und ja, und dann nahm das seinen Lauf und es wird mir heute nicht mehr passieren. Hattest du denn, wo du das Angebot jetzt vom Wagner Verlag erhalten hattest, nie irgendwelche, ja, ein schlechtes Bauchgefühl, wo die Summe zustande kam? Gut, du hast gerade gesagt, du wusstest nicht, wie es funktioniert, aber trotzdem nicht, weil irgendwie so ein schlechtes Gefühl dabei gab? Ich war absolut naiv. Ich war absolut im Fieber der Geburt und war absolut naiv. Hab mir da wirklich keinen Kopf gemacht. Vielleicht war mein Bauchgefühl vor jetzt bald 13 ja, oder 12 Jahren, wo ich angefangen habe zu suchen, auch noch nicht so gut. Vielleicht wäre es auch gar nicht auf den Weg gegangen, wenn mein Partner mich nicht unterstützt hätte. Ich habe es einfach laufen lassen, ich habe es einfach wahrgenommen. Wie stehst du denn heute zu dem gesamten Thema Wagner Verlag und Druckkostenzuschussverlag? Wird mir nicht mehr passieren, kann ich jedem nur sagen, passt auf, was ihr tut. Was würdest du denn, du hast gerade gesagt, pass auf, was ihr tut, jungen Autoren raten, wenn die jetzt sich entscheiden, ein Buch zu schreiben und dann die Veröffentlichung in Erwägung ziehen? Das ist eine Antwort, die ich fast nicht geben kann, weil dass diese Welt mir immer noch fremd ist, was Verlage betrifft, weil ich ja jetzt auch über Book on Demand veröffentliche und weil mir das ganze Spiel einfach zu nervig geworden ist. Mhm. Und ich gesagt habe, letztendlich kommt man an die großen Verlage nicht ran und die Verlage machen auch nicht mehr, als ich mache und ich mache viel für meine Bücher. Und ich habe das Glück, dass ich mein Buch selbst vollkommen alleine gestalten kann und niemanden dafür brauche. Und deswegen kann ich nicht sagen oder Ratschläge geben, wenn jemand kein Cover machen kann oder sein Buch nicht gestalten kann, dann braucht er ja Hilfe. Also ich weiß es nicht, was ich dazu sagen könnte. Wie gehst du denn vor, wenn du jetzt ein Buch fertig geschrieben hast und dann den Satz machen musst, das Cover, wie gestaltest du das? Also mit welchen Hilfsprogrammen arbeitest du? Ach Gott. Also dadurch, dass ich ja meistens so Bücher um die 400 Seiten habe, habe ich ja fast immer die gleiche Grundmanuskriptgröße. Das heißt, da habe ich mich irgendwann mal fix gemacht und da kann ich immer neu verwenden. Und Covers, ja, ich habe Mädels, ich habe Freundinnen, ich habe Bekannte und wir suchen und eine Freundin von mir liest immer mit und wir suchen gemeinsam, gestalten gemeinsam und lassen uns da nach unserem Gefühl einfach führen und dann bearbeite ich meistens Fotos, die mir jemand schenkt oder die ich selbst mal gemacht habe und dann wird es bearbeitet in mein Spielprogramm. Auch da bin ich kein Profi, aber mir ist mein Inhalt der Bücher wichtig und sagt, die es erreichen soll, die werden es finden. In deinen Büchern geht es um Liebe und Leichtigkeit, aber warum nicht mal ein anderes Thema? Ich habe andere Themen. Ich habe das Buch Reiseführer Abenteuerland Frau. Das ist ein kritisches Buch und betrifft die Hashtag MeToo-Aktion und Grenzüberschreitung, Patriarchat und Themen, die relativ auch ins Eingemachte gehen zwischen Frauen und Männern. Ich habe das Buch in der Basis geschrieben, habe aber einen Mann, der Kurzfassung zu meinem Kapitel gemacht hat, für Männer, die nicht gerne viel lesen. Okay. Und ich habe anonym Frauen, die meine Kapitel gelesen haben und ihre Gefühle ganz frei von der Leber, sagt man, gell, niederschreiben konnten, weil sie anonym sind. Und da geht es sehr ans Eingemachte. Und trotzdem
es auch sehr triggert, das Buch, ist meine Art und Weise, immer wieder heilsame Lösungen zu finden. Also das, was ich mir wünsche, fließt auch in dieses Buch mit ein. Und ja, und dann habe ich ein Orakelbuch gemacht. Dann habe ich ein erotisches Buch gemacht. Dann habe ich noch einen spirituellen Roman geschrieben. Aber die Liebe trägt sie uns nicht fürs Leben. Sollte sie nicht Hauptthema überall sein? Eigentlich ja. Die Liebe hat so viele Facetten. Das stimmt. Kommen wir nochmal auf die Entstehungszeit zu deinem ersten Roman zurück. Du hast gesagt, du brauchtest unheimlich lange, um dieses Buch fertig zu bekommen. Allein auch schon durch Überarbeitung und Ähnlichem. Aber wenn du dir jetzt ein neues Buchprojekt überlegst, plottest du dann oder schreibst du dir das einfach so, wie es gedanklich über dich kommt, nieder? Es überkommt mich gedanklich. Nee, es ist wirklich so. Es kann sein, dass ich morgens aufstehe und da ist eine Idee da und dann sitze ich tagelang, stundenlang und schreibe die mir erstmal von der Seele. Und dann schreibe ich, kann das wirklich sein, dass ich innerhalb von kürzer Zeit ein komplettes Buch niederschreibe. Und dann fange ich an, dessen Kapitel zu verfassen und zu überarbeiten. Und dann habe ich dankbarerweise eine Freundin, die jedes Kapitel dann liest und mir ihr Feedback gibt. Und so entstanden, glaube ich, 2018 drei Bücher. Und seitdem aber keins mehr, weil an dem einen hänge ich jetzt fest seither und habe einfach keine Ideen der Zeit. Und dann lasse ich es auch bleiben. Also würdest du schlicht und einfach jetzt im Moment sagen, bei einer sogenannten Schreibblockade leidest? Ich glaube, es ist gerade keine Zeit für mich zum Schreiben. Sonst hätte ich keine Blockade. Aber du bist schon der Auffassung, dass es dieses Phänomen Schreibblockade gibt. Weil viele andere Autoren sagen ja, es gibt das nicht. Ich weiß es nicht, ob es eine Schreibblockade gibt. Weil wenn ich jetzt nicht schreiben kann, dann ist für mich persönlich einfach jetzt nicht die Zeit zum Schreiben da. Deswegen habe ich ja dann zum Beispiel, ich bin ja ein kreativer Mensch und meist fließt oder die letzten 11 Jahre floss die Kreativität in die Bücher. Aber wenn ich merke, der Fluss ist nicht da, erzwinge ich mir den nicht. Und dann sage ich mir, okay, dann ist jetzt nicht die Zeit dafür da. Und dann kann es sein, dass ich aber schon das Cover gestalte für das Buch, welches noch nicht zu Ende geschrieben ist. Oder ich mache dann Lenomar-Karten für mich selbst, weil ich da was ganz Eigenes haben will. Und plötzlich sagen die Leute, oh, ist das schön, kann man das nicht kaufen? Deswegen, wenn ich sage, ich habe eine Schreibblockade, dann benenne ich das ja. Also mir ist es lieber, ich sage dann, es ist nicht die Zeit zum Schreiben, jetzt ist was anderes dran. Also würdest du dich auch nicht, weil du gerade im Self-Publishing unterwegs bist, wo ja sowieso jede Menge Bücher auf den Markt geschmissen werden, niemals unter Druck setzt, um mithalten zu müssen? Nein, nein. Ich habe so viel. Ich habe jetzt 8 Bücher. Ich kann so viele Texte werbetechnisch rauswerfen. Also nee. Kommen wir mal zu deinem 2017 erschienenen Werk. Das trägt den Titel Tinkers Liebhaber. Was bewog dich zu diesem Werk? Meine Mama hat immer gesagt, ich soll mal andere Bücher schreiben. Die würden sich dann wenigstens verkaufen. Oh, das ist aber auch fies. Ja, ich habe eigentlich mich wirklich hingesetzt und habe innerhalb von kurzer Zeit einen erotischen Liebesroman geschrieben, weil ich einfach, wie soll ich sagen, ich liebe es, über Sexualität zu schreiben, weil es ein ganz wichtiger Faktor ist im Miteinander und auch Lebenskraft für mich symbolisiert. Und ich wollte aber dieses in leichten Geschichten verpacken. Also da heißt die Darstellerin Katharina. Und Katharina ist eigentlich so ein ganz moralisches Etwas. Und plötzlich hat sie in sich so eine Tinker, die sagt, ich will jetzt mal was vom Leben erleben. Und ich saß wirklich, deswegen lache ich jetzt auch so. Ich saß da und habe bei meinen Geschichten selbst lachen müssen, weil sie haben mich so entzückt. Dann kam aber der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich bin einfach in meiner Art und Weise im Schreiben viel zu echt und zu authentisch, um nicht auch in erotischen Geschichten Themen mit einfließen lassen zu wollen. Aber auch wieder in der Leichtigkeit. Mein Gott, jeder kommt mal, oder Frau und Mann, es läuft nicht immer wunderbar und rosarot, ja? Nee. Und mir war es da ganz wichtig, einfach, wenn ein Mann jetzt mal mit seiner Leidenschaft durchgeht und die Frau halt gerade nicht so weit ist, dass Tinka zeigt, wie man dem Mann in Leichtigkeit mitteilen kann, was er eigentlich gerade tut. Und trotzdem ist es ein sehr leichter, erotischer Roman geworden und es hat mir echt Freude gemacht.
Das glaube ich dir. Vor allem aufregend war ja dann bestimmt auch die Zeit, in der du das Hörbuch zu diesem gleichnamigen Roman aufgenommen hast. Aber wie reflektierst du diese Zeit? Was war für dich besonders schön oder wo sagst du, ja, das ist nicht so gelungen, wie ich es mir vorgestellt habe? Erstens mal war es schön, weil, mag ich hier erwähnen, das Buch heißt zwar Tinkers Liebhaber, aber Liebhaber, da ist ein Bindestrich dazwischen und der Haber wird groß geschrieben, weil es geht ums Liebhaben. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir Menschen erkennen, dass Sexualität eben Herzensfluss, selbst in einem One-Night-Stand, das sind so Dinge, die im Buch dann auch auftauchen, viel erfüllender sind. Und jetzt kann man sich vorstellen, ich habe ein Hörbuch gemacht, ich bin ein perfekter Mensch. Ich bin eigentlich jemand, der zu Perfektionismus neigt und ich wollte davon weg und habe gedacht, ich mache ein absolut unperfekt perfektes Hörbuch. Das heißt, mit Laien, Freunden, Bekannten, über 20 Leute habe ich diese Kapitel aufgenommen. Und wir alle haben noch nie so viel gelacht wie in dieser Zeit, da wir diese Kapitel aufnahmen. Erfreute Versprecher, Schamüberwindung. Ich meine, das sind ja auch Texte, die in die sexuelle Richtung gehen. Und da ist man dann plötzlich zu zweit in einem Raum, Mann und Frau, Freund und Freundin, Bekannter und muss da jetzt solche Aktionen auflesen. Aber wir haben wirklich unsere Scham überwunden. Wir haben so viel gelacht. Und das Hörbuch hat 3 Jahre gedauert, bis wir durch waren. Ich habe sogar 2 männliche Aufsprecher dabei, die beide behauptet haben, sie können nicht vorlesen, sie können nicht laut lesen und hatten da eine 6 in der Schule. Und wo ich gesagt habe, und du machst mit. Und die haben sich überwunden. Und mir ging das, ich glaube, ich habe das Hörbuch gemacht, damit wir alle da was mitnehmen. Weil alle, die mitgemacht haben, haben da was mitgenommen. Und da war das echt toll. Vor allem, wenn man so einen Text dann, wo Charme und Erotik mit dabei ist, da kann ich mir auch gut vorstellen, dann sitzt man in dem Raum und liest nur für sich diesen Text und fängt an schon zu lachen, weil es nur der Augenkontakt ist. Ja, vor allem, weißt du, muss dir vorstellen, ich vergesse nie mit einem, da habe ich extrem viel gelacht. Der hat dann immer so die Zettel vor sich gehoben, hat seinen Text vorgelesen und da habe ich gesagt, es geht um Erotik, bitte red mit mir. Schön. Ja, aber dieser Begriff für das Kind des Mannes ist hier nicht passend. Und dann sage ich, ich habe meine Freundin gefragt, es ist der beste Begriff für diese Situation. Und er, ich kann das Wort nicht aussprechen. Und dann fing nebenan im Nachbarhaus der Bohrer an zu bohren. Ja, und so Dinge sind passiert. Und die haben Tränen gelacht und das war echt eine Freude. Kann ich mir gut vorstellen. Und ich habe auch auf dem Hörbuch die schönsten Lachszenen mit drauf gemacht auf die DVD. Wo kann man denn dieses, ich sag's jetzt einfach mal, lustige Hörbuch erwerben? Bei mir persönlich. Auf deiner Homepage oder? Ja, über die Homepage und dann mich anschreiben. Das Hörbuch gibt's nur direkt bei mir. Radio Planet Berlin. Der Sender für Künstler. Generell fällt mir das Anfang immer schwer. Also ich habe festgestellt, wenn ich mich hinsetze und lege los und habe den ersten Satz auf dem Papier, dann funktioniert's. Aber mich hinsetzen und anfangen, das ist das, was wahnsinnig kompliziert ist. Und das ist das, wo der innere Schweinehund einfach bei mir zu 99% die Oberhand gewinnt. Der berühmte Anfang. Genau. Ja, immer wenn man seine Emotionen gesagt hat, hat man einen über den Deckel gekriegt. Deswegen, einer kann nicht, ich liebe dich sagen. Und dann denkt der andere sofort, okay, hat mir noch nie gesagt, ich liebe dich. Also kann da auch keine Liebe sein, sonst müsste er mir das ja sagen oder sie. Also das kann man nicht so generalisieren. Aber wichtig ist, keiner kann dir einen Schmerz zufügen, der dir unbekannt ist. Sag mal so, schlafen kann man ja auch noch später, ne? Ja, stimmt. Ruhe gibt's genug nach dem Tod, oder wie heißt es? So ungefähr. Also ich habe eine Freundin, die sagt immer zu mir, ach, der Tag hat 24 Stunden und wenn das nicht reicht, nimmst du noch die Nacht dazu. Ja, das ist ja leider schon mit inbegriffen. Das ist ja so doof. Verfiel dann auf die etwas krude Idee, zugegebenermaßen ein etwas autobiografisches zu Papier zu bringen, mit der Hoffnung, dass es irgendjemand kauft. Und seit 21 Jahren spreche ich die Rolle Mauzi. Wahnsinn. Die ist halt sehr anstrengend, muss ich sagen. Und Mauzi ist ja, ich muss halt die Stimme immer so hochdrücken, so. Ja, 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 Andi, hallo. Und das geht wahnsinnig auf die Stimme. Radio Planet Berlin.
der Sender für Künstler. Schön, dass Sie noch dabei sind. Mein Name ist Marvin Bittner und in der heutigen Ausgabe vom Bittner Talk sprechen wir mit der Autorin Sabine Carola Palke. In unserem Interview hat Sabine C. Palke schon einiges über ihre Karriere erzählt. Sie ist seit 2008 erfolgreiche Autorin, hat davor eine staatlich geprüfte Ausbildung als Masseurin absolviert. Aber jetzt hören wir noch mal rein, was sie aus ihrem bewegten Leben noch so alles zu erzählen hat. 2019 hast du dann den Roman Brunzende Leopardin veröffentlicht. Mhm. Worum geht es denn in diesem Buch? Also, ja, das ist jetzt schwieriger. Also, das ist jetzt ein spiritueller Roman. Das ja. heißt also, hier sind dann fließt auch wieder der sexuelle Missbrauch und seine Folgen ein, aber hier sind andere Lösungswege mit eingeflossen im Buch. Das heißt, Sachen wie Familienaufstellungen, schamanische Reisen, Träume und Seminare unter Frauen, also mehr so dieses, was kann man in der spirituellen Szene tun, um Heilung für sexuellen Missbrauch zu finden. Auch da spielt Tinker wieder mit eine Rolle, die ja eigentlich eine sehr, sehr leicht, locker, liebenswerte Frau ist. Und sie trifft auf Mea, das ist eine Irin, die in der spirituellen Szene unterwegs ist. Und die zwei schreiben sich. Sie schreiben sich Geschichten und Tinker lernt die spirituelle Welt kennen. Und Mea erzählt von einer großen Liebe zu einem Krieger. Und die zwei Frauen nähern sich an. Marie oder Mea erfährt durch Tinker Leichtigkeit. Tinker erfährt durch Mea, dass es so viel mehr gibt, als wir denken zu wissen. Und es geht natürlich wieder über die Liebe. Es geht um Heilungserfahrungen. Es ist ein sehr tiefes Buch. Du hast aber auch neben dieser spirituellen Schreibarbeit ein Orakelbuch geschrieben. Mhm. Was können sich denn die Hörer unter einem Orakelbuch vorstellen? Also eigentlich ist dieses Buch ein Buch, in dem Blumen Geschichten erzählen. klingt ein bisschen schräg, wenn man so in der Welt nicht zu Hause ist, aber ich liebe es ja zu fotografieren. Ja. Und ich habe gemerkt, ich kann nicht jede Blume gut einfangen. Ich kann dann eine Blume gut einfangen, wenn mein Herz ganz weit ist. Und als ob die Kamera und die Blume das fühlen würden, kriege ich dann ein wunderschönes Foto raus. Und dann hatte ich immer meine Mädels, die gesagt haben, ich soll irgendwas mit diesen Fotos machen und ich werde auch eine Geschichtenerzählerin. Und dann war halt mal Langeweile angesagt, kein Buch in Sicht. Dann habe ich die schönsten Blumenbilder rausgesucht und habe dann Geschichten geschrieben. Das heißt, ich habe nach deren allgemeinen Symbolik geschaut. Ich habe geguckt, in welchen meiner Träume diese Blumen mir etwas erzählt haben. Und dann floss das aus mir heraus. Und so hat jede Blume in diesem Orakelbuch eine Geschichte. Und natürlich müssen dann auch diese Fotos mit eingearbeitet werden, deswegen Orakelbuch. Und da ich jemand bin, der glaubt, dass es keine Zufälle gibt, ist es natürlich schön, wenn dann eine Frau Karten mischt und eine Karte zieht und dann liest sie die Geschichte dieser Blume und findet sich in den Themen ihrer Weiblichkeit wieder. Das ist eine Heilgeschichte und es geht um die Weiblichkeit der Frau. Hast du dir für dieses Buch die Heilgeschichten ausgesucht, weil du diese Inspiration dann aus deinen Seminarleitungen ziehst? Meine Seminare. Ich habe früher Seminare gegeben, habe irgendwann gesagt, ich mag dieses Seminar in der Form nicht mehr machen. Jetzt habe ich nur noch Frauentreffen. Mhm. Und das hat mit den Büchern wenig zu tun, sondern eher mit dem unsere Sinne schulen. Wir fühlen blind in Themen hinein und schauen, was für Bilder auftauchen, Gedanken auftauchen, welche Körperreaktionen. Und wir schulen unsere Intuition. Und aber letztendlich, ob jetzt meine Bücher, ob die Massage oder ob diese Fühltreffen oder später vielleicht irgendwann mal wieder Seminare, mir geht es um die Heilung der Weiblichkeit. Mir geht es um den Frieden zwischen dem Weiblichen und dem Männlichen.
in uns selbst und im Außen. Und das ist die Überschrift von allem, was ich tue. Also im Grunde ich sein. Ja, echt sein, ich sein, ja, heil sein. Schöne Themen, die du dir dafür deine Romane ausgesucht hast. Kommen wir nochmal zurück zum Orakelbuch, zu den Blumen. Wenn man dich auf den sozialen Medien verfolgt, bist du allein schon, weil du einen Hund hast, ziemlich oft an der frischen Luft. Siehst du vielleicht aus der Natur, aus der Luft, die du zum Heilen, sage ich jetzt mal, auch benötigst, dann Inspirationen für deine Werke? Zum Teil. Ja, das ist so, das kann man immer... Das ist eine Frage, ich weiß. Ich liebe die Natur und ich fühle, dass ich da bei mir ankomme. Wenn ich mein Tierbuch anschaue, meine Rudelgeschichten, wo Lea ja mit ihren Katzen unterwegs ist, da spielt das oft auch mit eine Rolle. Ansonsten natürlich ein Blumenorakel, weil da ich echt das Gefühl hatte, die Blumen haben ganz spezielle Botschaften. Und in den Romanen, Gott, jetzt habe ich so viele Bücher geschrieben, kann ich jetzt nicht sagen explizit, ob das dann als Thema mit einfließt, weiß ich jetzt wirklich nicht. Ich denke, es ist einfach eine Stärkung, die Natur bietet und bei sich ankommen. Und das, für mich ist es das Leben eigentlich mehr, genau. Das Leben spricht ja mit einem. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel, so Geschichten lasse ich in meine Bücher auch einfließen. Wenn ich hier mit meiner Freundin telefoniere und ihr erzähle, du, ich habe da einen Traum gehabt mit einem Grünspecht, ja, und dann gucke ich aufs Fenster raus und der Grünspecht sitzt im Rasen, dann geht mein Herz auf. Und dann habe ich eine Antwort bekommen. Und was in allen meinen Büchern ist, ist, das Leben spricht mit uns. Wir kriegen von überall her die Antworten, wenn wir mit offenem Geist und offenem Herzen durch den Tag gehen. Würdest du von dir behaupten, weil ja die Gesellschaft, in der wir leben, sehr schnelllebig geworden ist, dass du intensiver lebst als andere? Es gibt sicherlich viele, die so intensiv leben wie ich auch. Noch zu wenige, die das können. Und ich wünsche das jedem. Und ich wollte auch auf die Intensität nicht mehr verzichten. Also früher habe ich so Phasen gehabt, wo ich gedacht habe, oh, wärst du doch nie den Weg gegangen. Früher war alles einfacher. Ist nicht der Fall. Ich werde zwar empfindsamer, aber was ich erfahre, erfahre ich natürlich auch viel intensiver und das kann mir keiner mehr nehmen. Was würdest du denn der breiten Masse an unseren Hörern jetzt raten, um intensiver leben zu können? Es ist auch wieder so individuell. Ich meine, die Arbeit frisst ja schon sehr viel Zeit und dann ist es natürlich ganz schwierig, in diese Intensität hineingehen zu können. Ich bin persönlich sehr dankbar, dass ich hier einen Raum habe und mein Partner mich da unterstützt, dass ich eben diese Intensität auch leben kann, was für meinen Heilweg auf den Missbrauch bezogen ganz wichtig war. Weil in der Zeit, als ich Single war und den ganzen Tag arbeiten gegangen bin und da bleibt wenig Raum für sich selbst zu fühlen im tiefsten Schmerz, der gesehen werden möchte. Und doch ist es möglich. Raten kann ich nur, dass man sich entscheidet, sich selbst fühlen zu wollen und sich selbst erfahren zu wollen und das Ziel vor Augen hat, das Leben voller Hingabe zu erfahren und zu erleben und sich dafür zu öffnen. Ich glaube, die Entscheidung ist es und dann wird es dann auch alles so laufen. Nochmal auf den sexuellen Missbrauch hinzukommen. Hast du dir denn Hilfe gesucht oder hast du das mit dir selbst ausgemacht, um das Ganze aufzuarbeiten? Ich habe den Missbrauch weggeschlossen. Ich habe mich erst mit im Jahr 2000 wieder erinnert. Da war ich ja dann schon etwas älter. Und da war mir die Tragweite des Ganzen noch nicht präsent und ich habe dann aber ein paar Jahre später einen Nervenzusammenbruch gehabt und bin dann in eine psychosomatische Klinik gegangen für 7 Wochen und habe gemerkt, wie ich mich geöffnet habe für die Lösungen, die dort präsentiert wurden. Und habe ich wirklich gemerkt, jetzt geht der Weg los. Und nach dieser Klinik bin ich aber mehr in den spirituellen Bereich gegangen und habe die Möglichkeiten, die dort angeboten werden, wahrgenommen in Verbindung mit meiner eigenen Traumarbeit. Ich schreibe seit 20 Jahren Traumtagebuch oder mit schamanischen Reisen, Familienaufstellungen. Und als meine Mutter dann an Krebs erkrankte, 2000,
2019, 2020 habe ich mir nochmal Hilfe gesucht bei einer Psychotherapeutin und bin auch auf die Missbrauchsthemen gekommen und habe dann ganz tolles Feedback gekriegt und sie mussten mir auch gar nicht mehr groß helfen. Ich habe das in der Arbeit mit mir, in der Intensität, wie ich das für mich betrieben habe, sehr gut in die Heilung gebracht. Das ist schön. Du hast gerade angesprochen, du schreibst auch Tagebuch, mehr oder weniger für dich. Aber könntest du dir in Zukunft auch mal vorstellen, dieses Tagebuch zu veröffentlichen? Nein. Also wer mich in den Medien verfolgt, weiß, dass ich sehr offenherzig bin, echt und authentisch mich zeige und Missbrauchsthemen nicht ausspare. Ich zeige mich mit Tränen, ungeschminkt, frisch aus dem Bett bis zurechtgemacht in jeder Variante, weil ich zeigen möchte, wir sind immer gut, so wie wir sind. Und der Missbrauch wird auch nie ausgespart. Aber mein Tagebuch bleibt mein Tagebuch. Ich präsentiere das, was ich bereit bin zu präsentieren. Mhm. Im letzten Jahr hast du dann ein Lenormand-Kartenbuch oder nur Lenormand-Karten geschrieben. Aber wie bist du auf diesen Gedanken gekommen, diesen Weg zu gehen? Ja. Kartenlegen ist ja so eine Geschichte und ich arbeite da eher übers Fühlen mit den Karten und ich habe bestimmt schon die letzten 15 Jahre auch nicht mehr mit Karten gearbeitet, aber es war mir langweilig, wie gesagt, Schreiben ging nicht und ich wollte für meine Freundin und für mich so ein eigenes Lenormand-Kartendeck machen mit ganz persönlichen Bildern aus meinem Leben und wollte das für mich machen, falls ich doch mal wieder Lust habe, Karten zu deuten und habe dann auch wieder meine positive Intention mit einfließen lassen. Zum Beispiel gibt es in diesem Kartendeck eine Karte der Route, die Kommunikation bedeutet. Und je nachdem, ob jetzt negative oder positive Karten drumherum liegen, ist es Streit oder eine gute Kommunikation. Da habe ich kein Routenbild genommen, sondern ich habe meinen Redestab genommen, weil ich da schon eine neue Energie damit in die Welt hinausgeben möchte. Dass selbst wenn jemand mir gegenüber sitzt und nicht meiner Meinung ist oder auf einem anderen Radiokanal ist oder kontra meines Denkens ist, soll der Redestab einfach symbolisieren mit Respekt und Wertschätzung gegeneinander, also miteinander. Und gerade in dieser ganzen Virusgeschichte sehen wir ja, wie Menschen miteinander umgehen oder nicht umgehen. Und da war mir der Redestab sehr wichtig. Ja, und so habe ich dann mein Lenormand-Kartendeck gemacht, ganz für mich allein und meine Freundin, mit ganz viel Symbolik, ganz viel schöner Energie. Und als dann so viele fragten, kann man das haben, habe ich dann ein paar drucken lassen zum Verkauf. Du hast es eben erwähnt, in der ganzen Pandemie, in dem ganzen Corona, die Gesellschaft zeigt der Mensch, wie er eigentlich ist. Ist das im Grunde auch so der Weg, warum du gesagt hast, mit Spiritualität, mit Leichtigkeit, dass du gegen diesen Strom schwimmen willst? Ich weiß gar nicht, ob ich mit oder gegen den Strom schwimme. Ich bin in meinem eigenen Fluss. Ich denke, wir Menschen dürfen lernen, empathischer miteinander umzugehen. Und es ist eben auch der Stoff meiner Bücher. Menschen lernen, sein zu lassen, sich selbst sein zu lassen und einfach mit Respekt und Wertschätzung miteinander umgehen, auch wenn man unterschiedlicher Gesinnung ist. Liebevoller miteinander sein. Man kann sogar, ich sage jetzt nicht, dass man nicht streiten kann, ja, aber danach kann ich sagen, hey, du hast mich getriggert, das war gerade voll scheiße, ne? Und kann wieder klären. Ich bin eher ein Friedensstifter wie ein Streitsucher. Aber ich kann streiten, ich kann fauchen und ich kann Feuer spucken. Ich sage immer, ich wünsche mir, dass die Menschen in liebevoller Klärung miteinander umgehen können. Mal mehr liebevoll, mal mehr in die Klärung, je nachdem, wie die Situation ist. Aber vielleicht, weil du ja auch Erfahrung hast mit Leichtigkeit und Spiritualität, warum ist die Gesellschaft so feindselig geworden? Also worin liegt deines Erachtens das Problem, dass alles so schwer geworden ist und dass sich jeder im Grunde nur noch auf sich selbst konzentriert und den anderen gar nicht mehr wahrnimmt? Angst.
Ich glaube, dass der Hauptfaktor Angst ist, aber die Angst ist ja eine Folge. 2011, als ich auf der Kundgebung gegen sexuellen Missbrauch war, habe ich in meiner Rede auch mitgeteilt, ich bin der Meinung, dass so gut wie jeder Mensch traumatisiert ist, weil es eben emotionalen, seelischen, geistigen und körperlichen und sexuellen Missbrauch gibt. Und die meisten Menschen haben das weggeschlossen. Aber das wirkt doch. Es wirkt. Jedes Trauma wirkt. Das heißt, man hat Angst, verletzt zu werden. Ja? Und jeder ist dann natürlich wieder individuell in seinem Sein. Und letztendlich, wenn wir verschlossene Herzen haben, wenn wir in unserem Turm drin sitzen, dann sind wir nicht in der Herzenergie. Und wenn wir nicht in der Herzenergie sind, dann sind wir in der Angst. Oder in vollem Ego, im Überego. Und Machtspiele und ich will Macht und ich will gut sein und ich bin der Beste. Es gibt ja da so viele Facetten. Brauchen wir denn überhaupt Macht, um glücklich zu sein? Nein, also nicht diese Macht. Also ich glaube nicht, dass Macht glücklich macht. Davon abgesehen, dass das Glück ja in einem selbst ist, sich zu erlauben, auch das Herz zu öffnen und die schönen Momente in jedem Tag zu finden, was manchmal auch nicht einfach ist. Ich glaube, dass viele Menschen Angst haben, den eigenen Schmerz zu fühlen. Und unter diesem Verschluss ist wenig Empathie unter den Leuten. Und dann geht es natürlich ums Gerangel, ja? Ich meine, Angst treibt, Angst kontrolliert. Ich bin ja ein Angstmensch und ich kämpfe immer noch jeden Tag, gerade in dieser Zeit der Pandemie, mich nicht von den Ängsten, die ja wunderbar manipulativ ausgesendet werden über Medien und andere, dass ich mich da nicht einfangen und kontrollieren lasse. Ich bin auch ein Hypochonder. Also ich kämpfe da jeden Tag und bin jeden Tag neu mutig und sage nein, die Liebe führt und nicht die Angst. Hast du, wenn du dein Buch veröffentlicht, egal welches Buch es jetzt ist, nie die Angst, dann von deinen Lesern nicht wahrgenommen zu werden, vielleicht auch, weil du über ein Thema sprichst, was in der Gesellschaft nicht so thematisiert ist, wie es eigentlich sollte, dass du da ausgegrenzt wirst? Sagen wir mal so, meine Bücher werden so gut wie gar nicht gekauft. Da bin ich ganz ehrlich. Ich habe da auch schon viel mit mir nahestehenden Menschen gesprochen. Ich habe zwar viel Leichtigkeit in meinen Büchern, aber ich habe eben Themen, mit denen man sich nicht auseinandersetzen möchte. Oder die man noch nicht begreifen kann, noch nicht fühlend begreifen kann. Und ich habe da nicht Angst, nicht wahrgenommen zu werden, sondern ich finde es stimmt mich natürlich traurig, nicht wahrgenommen zu werden. Ja. Auch in der Medienwelt. Ich habe ja, du hast vorhin gefragt mit dem Hörbuch, die negativen Aspekte. Da haben über 20 Leute mitgemacht, die ich teilweise sehr gut kannte. Keiner von diesen 20 Leuten hat mich als Autorin beworben. Keiner hat mich unterstützt. Das ist schade. Und das stimmt schon traurig, weil sie haben ja auch etwas von mir geschenkt bekommen. Mit dieser Erfahrung. Und es hat mich lange sehr traurig gestimmt, nicht wahrgenommen zu werden, kein Feedback zu erhalten, außer beim ersten Roman. Und ich bin dann immer wie so ein trockener Schwamm, wenn dann mein Feedback reinkommt, wo ich lese, genau das wollte ich erreichen. Ja, ich habe es geschafft. Ja? Das baut mich dann auf und dann sage ich mir, ich schreibe diese Bücher. Und sie müssen geschrieben werden und ich nehme es nicht mehr persönlich, auch wenn ich mir wünsche, dass sich's verändert. Deine Bücher, du hast es gerade erzählt, sind jetzt nicht die Verkaufsschlager, wie du es dir wünschst. Aber hast du in der Vielzahl, du schreibst ja viele Bücher oder hast schon viele Bücher geschrieben, hast du nie den Gedanken gehabt, das lohnt sich nicht, ich setze da keine Energie mehr rein und lasse das Thema als geschlossenes Buch zu? Nein. Diese Bücher sind alle mit Herzensblut geschrieben. Und wenn ich nur einen erreiche, fünf erreiche, zehn erreiche, die mir so ein wunderbares Feedback geben, wo ich es schaffe, durch meine Bücher Herzen zu öffnen, dann lohnt sich das schon. Das glaube ich. Was möchtest du denn in Zukunft noch gerne veröffentlichen, wenn du dich wieder dazu aufraffen kannst, etwas zu veröffentlichen? Also ich würde gern den Roman fertig machen, den ich ja irgendwann mal 2018 angefangen habe. Und ansonsten plane ich sowas nicht.
sonst hätten die drei Bücher 2018 nicht entstehen können. Ich wache auf und dann ist was da und dann mache ich das, ansonsten lasse ich es. Ich habe keine Ziele. Okay, dann kommen wir zur letzten Frage. Was wünschst du dir persönlich oder auch als Künstlerin für die Zukunft? Dass ich gesehen werde, dass ich wahrgenommen werde, dass ich unterstützt werde, dass Menschen den Mut haben, auch mal tiefere Texte zu teilen, dass ich die Menschen mit meinem Mut infiziere, dass das Thema sexueller Missbrauch kein Tabuthema mehr ist. Mhm. Dass wir uns befreien von all der Scham, von den Schuldgefühlen und von dem, nein, ich will mich nicht zeigen. Ich wünsche mir, dass ich ganz viele Menschen noch mit meinen Büchern im Herzen berühren kann. Ja. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, liebe Sabine. Ich danke dir für deine Zeit bei Wittner Talkt, wünsche dir für deine Projekte alles Gute und tu mir bitte einen Gefallen und bleib gesund. Ich danke dir für die Möglichkeit und für deine lieben, wertschätzenden Abschlussworte und bleib du auch gesund. Reinhören. Zurücklehnen. Planet Berlin. Vielen Dank für euren Beitrag. Radio Planet Berlin, euer Künstlersender.